Normalerweise stellen die hier die Fragen. Unsere Hosts, die Redakteurinnen und Redakteure. Heute drehen wir den Spieß um. 10 Fragen an Galileo. Es gab schon, ich möchte sagen, fast viele Jahre den Ruf aus der Community, dass unsere Kultrubrik 10 Fragen an endlich auch mal mit uns zu tun haben soll. Bei YouTube, bei Instagram konntet ihr uns Fragen stellen. Und da bin ich vor allem so auf die schärferen Töne jetzt gespannt. Ich möchte auch mal auspacken. Ja, ich will jetzt mal hier richtig klare Kante machen. Man muss auch sagen, wir haben euch auch sehr lange auf die Folter gespannt, weil der Wunsch kam oft, ja. Ich glaube, ihr wollt mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Finde ich auch absolut gerechtfertigt, aber ich habe ein bisschen Respekt vor euren Fragen. Ist Ayman Abdallah der Boss? Er ist auf jeden Fall der Boss. Er ist ein Boss. Er ist ein Boss, ja. Er ist nicht unser Chef, aber er ist ein Boss. Na klar. Also Ayman Abdallah ist vor allem the Legend. Wann immer ich über ihn spreche, sage ich anschließend Ayman the Legend. Ja. Klar, oder? Also Ayman Abdallah war schon in meiner Kindheit der einfach Boss. Der Mann, der irgendwie alles weiß. Und dann kam ich hierher und habe ihn irgendwie in Person getroffen und der ist einfach, der verkörpert für mich so dieses Wissen, was wir hier bei Galileo versuchen, jeden Tag irgendwie weiterzugeben. Und das finde ich mega geil. Wir sind ja eine Redaktion. Wir haben ja auch einen Redaktionsleiter. Und das ist nicht, also in der offiziellen Bezeichnung ist Ayman Abdallah nicht unser Redaktionsleiter. Das ist jemand anderes. Warum seid ihr überall das erste Kamerateam? Warst du schon mal irgendwo das erste Kamerateam? Das finde ich sehr schön. Es gibt ja so ein paar Kulte. Und das, man springt natürlich auf solche Züge auch auf, wenn man feststellt, okay, dieses und jenes hat offensichtlich Kultpotenzial, weil wir jetzt das ein oder andere Mal vielleicht zu oft gesagt haben, obwohl wir nie behaupten würden, dass wir das erste Kamerateam irgendwo sind, wenn wir es nicht wirklich sind. Ich glaube, wenn man irgendwo anruft und sagt, hey Leute, wir sind von Galileo, dann habe ich schon öfter erlebt, ach wie cool, Galileo mag ich selber voll gerne. Vielleicht lassen die uns dann eher rein als irgendjemand x-beliebig anderen. Ich glaube aber auch, dass wir oft natürlich das erste Kamerateam sind, weil wir auch teilweise an Orten sind, wo gar keine andere dran denkt, darüber einen Film zu machen. Manchmal auch aus guten Gründen. manchmal auch aus guten Gründen. Wie viele Fußballfelder ist dein Büro groß? Aber, mal ohne Spaß, warum messt ihr alles in Fußballfeldern? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist es halt einfach so eine Größe, die jeder kennt. Also, Man hat halt ein Bild im Kopf. Das ist für mich völlig einleuchtend. Hä? Ja, jeder hat eine Vorstellung davon, wie groß ein Fußballfeld ist. Tatsächlich, ich bin ja 13 Jahre dabei. Ich habe aber erst in diesem Jahr tatsächlich mal nachgeguckt, wie groß ein Fußballfeld ist. Ich wüsste es auch nicht. Das Witzige ist, das kann man gar nicht sagen, weil Fußballfelder tatsächlich in der Größe variieren können. Okay. Das heißt, man kann nichts in Fußballfeldern, weil die Fußballfelder sind unterschiedlich groß. Es ist dafür da, eine Vorstellung zu vermitteln, wie groß etwas ist. Und ich glaube, Fußballfelder ist da wirklich das ideale Maß, weil jeder eine Vorstellung davon hat, wie groß in etwa so ein Fußballfeld ist. Gehen dir die ständigen Wasserrutschen, Fußballfelder und XXL-Schnitzelwitze auf die Nerven? Aber ich würde sagen, mir macht es nichts aus. Ich roll halt dann, weiß ich nicht, verdrehe die Augen und denke mir, mein Gott, lasst euch was Neues einfallen, bitte. Ja. Oder wann habt ihr das letzte Mal auch Galileo geguckt? Also klar, es ist das, was man irgendwie im Kopf hat, aber die Sendung ist halt gar nicht mehr so. Das ist dann auch das, was ich meistens antworte. Ich muss sagen, es gibt schon so Leute in meinem Freundeskreis, ich will nicht sagen Freunde, aber die mich dann durchaus versuchen, damit zu provozieren. An guten Tagen kann ich darüber lachen, an weniger guten Tagen nicht. Ja, wir machen halt inzwischen andere Sachen so, ne? Und das ist witzig so, aber so, wir machen nicht nur das und machen das auch schon nicht mehr so. Und das macht mich schon aggressiv dann manchmal. Diese Witze entstehen aus eigener Schuld, wenn man das so sagen will. Das ist ja nun mal alles, das sind nun mal alles die Klischees, die wahren Klischees, die man mit Galileo in Verbindung bringt. Und das, ich kann da sehr drüber lachen. Wie viel ist bei Galileo gescriptet oder ist alles echt? Nichts ist gescriptet. Oder weißt du mehr? Natürlich kann man sich bei manchen Themen schon vorher denken, was ungefähr passiert. Oder wenn man Gadgets vorstellt, dann weiß man ja auch, wie der Test ablaufen wird.
bei Reportagen gehen wir manchmal rein und wissen wirklich gar nicht, was passiert. Ja, also man hat meistens einen Plan, was man drehen möchte, aber man hat kein Drehbuch, in dem schon drinsteht, wer wann was sagt. Also, wann immer ihr seht, dass Claire Oelkers sich mal wieder unglaublich trottelig anstellt, könnt ihr euch sicher sein, es ist die Wahrheit, weil sie es erstens nicht extra provozieren würde, trottelig auszusehen. Und zweitens hat es eben vor Ort so stattgefunden und ist im Beitrag gelandet. Aber das nicht nur, es gab auch gute Momente, aber nein, die werden nicht reingeschnitten. Nee, nee, nee. Natürlich gibt es dann so Situationen, wo man sagt, keine Ahnung, ich bin bei der Apfelernte. So. Und dann fährt da ein Traktor durchs Bild und dann sagt man dem schon noch mal so, hey, könntest du vielleicht noch einmal mit dem Traktor durchs Bild fahren? Ich würde da gerne eine andere Perspektive drehen oder so. Das ist das, was am ehesten noch gescriptet ist, wenn du so willst, an einem Beitrag von uns. Aber das hat ja keine inhaltlichen, das hat keinen inhaltlichen Einfluss auf das, was am Ende dann zu sehen ist. Nee. Was ist der gemeinste YouTube-Kommentar, den du je bekommen hast? Ich muss sagen, zu den Antarktis-Beiträgen, da habe ich echt mal hingeguckt, so. Die sind bei YouTube. Aber da kamen, und das schließt den Kreis zum Anfang, da kamen ganz viele so Kommentare wie, ja, aber wie viele Fußballfelder ist die Antarktis eigentlich groß? Natürlich. Wart ihr da eigentlich das erste Kamerateam? Inhaltliche Kritik finde ich super. Alles, was aufs Aussehen geht oder auf mein Verhalten geht, ist subjektiv und unhaltbar. Und deswegen kümmert mich das zum Glück nicht. Bei mancher Art von Kommentaren sollte man nicht wegschauen, sondern tatsächlich auch versuchen, was dagegen zu unternehmen. Das mache ich dann in so einem Fall auch. Also einmal wurden zum Beispiel meine Eltern ganz schlimm angegangen. Das hatte eine rassistische Natur, der Beitrag. Und das habe ich zur Anzeige gebracht. Aber man muss sich nicht alles gefallen lassen. Null, auf gar keinen Fall. No hate speech. Ja. Gibt's hier nicht. Ja. Ist verboten. Was ist der verrückteste Ort, an dem du jemals gedreht hast? Ich habe in der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea gedreht. Und da hatte ich tatsächlich, ich glaube, 5 oder 6 Soldaten um mich, den ganzen Dreh. Was ich ganz gerne mache, sind diese Lost Places, wenn man an Orte kommt, die quasi so wie so Geisterstädte, also so Orte, die irgendwann mal eine Funktion hatten und jetzt aber schon ganz lange irgendwie nicht mehr gebraucht wurden. Und weil es immer so ein bisschen gruselig ist. Und man hat immer Angst, dass irgendwie, keine Ahnung, das Gebäude zusammenstürzt oder man findet Sachen. Man fühlt sich immer ein bisschen so wie in so einer Detektivstory. Ich war mal ganz früh morgens auf einem Flugfeld in Frankreich und habe mich da mit dem Vogelmann getroffen. Gesehen. Das war, also verrückt war es nicht, aber es war das Schönste, was wir so stimmungsmäßig bisher gemacht haben. In Barcelona, da gibt es eine Kirche, die sieht von außen aus wie so eine Kirche halt in Barcelona aussieht. Und dann hat das auch so ein Riesentor und so. Und wenn du das Tor aufmachst, dann ist in dieser Kirche ein riesen Rechenzentrum drin. Und das war total crazy. Mhm. Das war abgefahren. Ich war in den Rocky Mountains und habe da den Schatz von Forrest Fenn gesucht mit Schatzsuchern. Und ich hatte da eine Schatzsucherin, die nicht ganz so gut auf uns zu sprechen war. Und sie stand da mit so einer Kippe im Mundwinkel und hat da mit dem Auto irgendwas rumrepariert. Und hat dann, ohne mich anzugucken, es war wirklich quasi das Erste, was sie nach der Begrüßung gesagt hat, war so, ich hoffe, du stellst mich in dem Beitrag nicht scheiße dar, because I'm the kind of person who will set your house on fire if you piss me off. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest. Ich war für Galileo. Ich war für Galileo in der Antarktis, also in Richtung Südpol. Und ja, das war einfach. Du kommst da als normaler Mensch eigentlich nicht hin. Ja, das werde ich nie wieder vergessen. Nie wieder. Wie bist du bei Galileo gelandet? Wir blicken zurück auf das Jahr 2016 und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es tatsächlich sowas gibt wie Reporter bei Galileo. Und dann habe ich so einen Test gemacht und der kam irgendwie gut an und dann durfte ich ein paar Monate später anfangen. Vor 13 Jahren als Volontär, genau. Und vorher habe ich ein Praktikum gemacht für ProSieben, Konkurrenzbeobachtung nannte sich das. Und die Berichte habe ich scheinbar so gut geschrieben, dass der damalige Redaktionsleiter oder die damalige Redaktionsleitung gesagt hat, hey, hast du nicht Bock, ein Volontariat zu machen? Ursprünglich komme ich vom Radio
und habe mich dann irgendwann als Reisejournalist selbstständig gemacht. Bis der Peter von Galileo, ein Redakteur, festangestellter Redakteur, mich irgendwann anrief, weil er mich, glaube ich, im Internet gefunden hat. Er brauchte einen Reiseexperten für einen Urlaubsbeitrag. Und den haben wir dann zusammen gedreht. Und dann hat Galileo einfach nicht mehr aufgehört anzurufen. Dazu muss man sagen, dass Lisa mir zuerst ein Praktikum weggeschnappt hat. Ich mir dann was anderes überlegen musste. Ich mich dann glücklicherweise bei Galileo beworben habe. Und dann hat es mir hier so gut gefallen, dass ich Lisa gefragt habe, ob sie nicht auch kommen will. Ich wollte eigentlich immer zum Radio. Fand ich irgendwie cooler. Ja, das ist Fernsehen ja praktisch. Ja, aber dann war ich hier im Praktikum und habe diese Redaktion kennengelernt und die Leute. Und es hat so Bock gemacht, dass ich gedacht habe, boah, eigentlich wäre das eigentlich viel geiler als Radio. Jetzt bin ich Redakteur. Herzlich willkommen. Hat Galileo überhaupt noch was mit Wissenschaft zu tun? Klar. Jetzt zu Corona-Zeiten haben wir extrem viel mit Wissenschaft zu tun. Wenn du jetzt einen Wissenschaftler fragst, ob unsere Beiträge über sein Themengebiet wissenschaftlich sind, dann würde der wahrscheinlich Nein sagen. Was nützt dir das, wenn wir einen Beitrag machen, der etwas wissenschaftlich erklärt, was dann aber keiner versteht? Weil unser Publikum sind ja nicht die Molekularbiologen da draußen. Das sollen ja Leute verstehen, die nicht schon 20 Jahre in dem Bereich studiert haben. Ich finde es unfair, den Anspruch der Sendung, mit der sie vor 22 Jahren mal gestartet ist, aufs Jahr 2020 immer noch drauf festzunageln. Denn natürlich ändert sich die Zeit und ändern sich die Ansprüche, ändern sich die Wünsche und die Sehgewohnheiten der Zuschauer. Und deswegen heißt das Ganze Infotainment. Info auf der einen Seite und Entertainment auf der anderen Seite. Und das ist für mich der ideale Begriff für das, was Galileo ist. Mit wem oder was würdest du gerne mal drehen? Oh, da gibt's... Habt ihr Zeit? Ich hab da meine Liste mal mitgebracht. Da fällt mir was ein. Ja. Ja, ich habe einen großen Traum. Ich würde gerne mal einen Parabelflug machen. Ich möchte Schwerelosigkeit spüren. Bitte möglich machen. Und ich gehe jetzt noch ein Stückchen weiter. Ich würde gerne mal im All drehen. Mhm. Ja. Okay. Ja. Ja, klar. Also da komme ich auch mit. Ja? Ich muss ja auf dich aufpassen. Ja. Wenn wir jetzt mal so komplett spinnen und träumen, dann wäre es natürlich krass. Also wir haben ja eine Rubrik, wie tickt eigentlich? Wie tickt eigentlich Angela Merkel zum Beispiel? Und die mal ein paar Tage begleiten und sich angucken, was die Frau macht, das wäre natürlich super krass. Das Krasseste überhaupt wäre natürlich mal im Weltraum was zu drehen. Das wäre richtig geil. So auf der ISS oder so. Oder eine Person, mit der ich mal gerne drehen würde, wäre so jemand wie Elon Musk. Ich glaube, das ist so ein richtig verrückter, interessanter Typ. Ich glaube, Weltall würde ich auch unterschreiben, fände ich auch okay. Würde ich, also wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, Jens, morgen mal ins All, würde ich nicht Nein sagen. Ich muss sagen, mir hat das tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte ja echt ein bisschen Respekt, aber ich muss sagen, ihr habt okay Fragen gestellt. Ich hätte mich über mehr fiese Fragen gefreut. Weiß ich auch nicht warum, da habe ich offensichtlich so ein bisschen so eine masochistische Ader. Du, es gibt bestimmt einen zweiten Teil, dann könnt ihr auch fiese Fragen stellen, aber bitte wirklich nur an Christoph Karasch. Ich beantworte keine fiesen Fragen. Alles klar, 10 Fragen an Christoph Karasch. 10 fiese Fragen an Christoph Karasch und 10 echt süße Fragen an Claire Oelkers. Du, noch ein Abschlusswort. Ja, tschüss. Ciao.